Hallo zusammen und damit ganz herzlich willkommen zurück zu Let's Play Wizard 101. Wir haben in der letzten Folge die Pyramide des Sturmauges, heißt sie glaube ich, genau, abgeschlossen und haben den Sturmkaiman, der sich da drin aufgehalten hat, besiegt mit Hilfe um 3 Uhr nachts. Das war wirklich traumhaft. Wir können jetzt hier auch jederzeit diesen Kessel wieder benutzen und uns zurückverwandeln in diese Schattenweber. So. Jetzt sind wir hier mit den Salzmarschen, denke ich mal, fertig und reden erstmal hier mit Iade Sonnenwind. Die Streitkräfte der Schattenkönigin bewegen sich schneller voran, als ich erwartet habe. Und was der Sturmkaiman gesagt hat, bereitet mir große Sorge. Du musst unverzüglich zurück zum Sokalo und mit Pakal Rotmaske sprechen. Berichte ihm von den Worten des Sturmkaimans. Pakal hat sicher eine Idee, wie wir den Schatten entlarven können, genau. Der im Jurapalast umherkriegt. Der Sturmkaiman hat uns nämlich in der letzten Folge offenbart, dass doch irgendjemand von dem Personal, sag ich mal, vom König, scheinbar schon von den Schatten von Morgante berührt wurde. Das heißt, wir haben hier irgendwo einen Verräter. Und den gilt es natürlich jetzt zu finden, bevor der König irgendwie vergiftet wird. Ich guck mal ganz kurz in den Kronladen, weil es gibt ja jetzt irgendwie Mythos-Sachen, schon seit ein paar Tagen, aber ich habe da noch nicht so richtig reingeschaut. Mythos-Juwelen-Set, ja gut, wäre schön, wenn das mal reduziert gewesen wäre jetzt während dem Mythos-Event, weil die Dinger sind immer verdammt teuer mit 600 Kronen pro Pack. Da können aber sehr geile Sachen drin sein. In diesen Juwelen-Sets kann ein Reittier drin sein, ein dauerhaftes, nämlich die Nebel, also in dem Fall der Mythos-Nebel. Das Morgante-Juwel kann da drin sein, für die jeweilige Schule. Und Mythos-Klingen-Juwel beispielsweise könnte da drin sein. Das ist schon ganz cool eigentlich. Aber die sind halt sauteuer, die Dinger. Und ehe man da das Juwel bekommt, was man braucht, beziehungsweise das Reittier, könnte ein bisschen dauern. Wie dem auch sei, Nest der Grünschuppe ist aber reduziert, genauso wie Ninja-Kunde. Weisheit der Unsterblichen, das ist schon mal ganz cool. Und Quilinshorn, ich habe keine Ahnung, was da drin ist. Dann haben wir hier, plus Haustier, achso, Wächterlöwe. Das Haus des Mythos ist reduziert, wir haben hier Möbelsets, ja gut. Aktionspaket Blutrabe, achso, das ist ja ein, ach ne, der Rabe ist ein Reittier, okay. Jo, jetzt nichts richtig krasses, aber ganz nett, wenn man vielleicht ein paar Packs öffnen möchte. Das lohnt sich natürlich immer, wenn die reduziert sind, weil... Das summiert sich schon, wenn ich jetzt 10 Packs kaufe, sind schon, oder werden schon aus 399 Kronen 3999 Kronen, sag ich mal, ne? Und dann, ja, lohnt sich das dann schon. Also, Pakal Rotmaske, gucken wir mal, ob wir jetzt hier den Verräter irgendwie entlarven können, beziehungsweise ob wir überhaupt wissen, wo wir ansetzen sollen. Junger Magier, du warst so lange fort, dass ich mir schon Sorgen machte. Hast du die Pyramide des Sturmauges gefunden? Was? Ein Verräter? Bei meinen Schwungfedern! König Axaya hat 3 Vertraute auf deren Rat erhört. Alle 3 dienten vorher dem alten König. Ihre Namen lauten Tossi Zweigesicht, Itzko Nacht Schwarz und Jakate Weitläufer. Ich schlage vor, du redest zunächst mit Tossi Zweigesicht. Sie konnte mich noch nie leiden. Und ich hege den Verdacht, dass sie meinem Volk schaden will. Ja, Tossi Zweigesicht, mit der haben wir ja schon mal geredet, kurz bevor wir in den Mangrovensümpfe aufgebrochen sind. Zweigesicht ist auch schon so ein verdächtiger Name irgendwie. Das klingt so zwielichtig. Na gut. Meine Liebe. Ha, du bist heil aus den Mangrovensümpfen zurückgekehrt, wie ich sehe. Konntest du meine Späher finden? Ja, nicht nur das, ne? Sie wollen das Tuladorf freiwillig verlassen, wenn wir ihnen genug Zeit geben? Ich weiß nicht. Plumaya sind hinterhältig. Wir werden das mit dem König besprechen. Aber es gibt Dringenderes zu tun. Die Donnerhörner in der Stadt. Besiege ein paar Donnerhörner, um ihnen einen Dämpfer zu verpassen. Also, Mädel, ich bin eigentlich gerade auf einer anderen Mission, als hier Donnerhörner zu besiegen. Aber gut. Wir werden mal wieder zu einer Kampfquest gezwungen, wie das halt so ist, ne? Oh, was haben wir denn hier? Alraune. Rote Alraune, 3-mal. Schön. Verrücktes Donnerhorn, die waren Feuer, ne? Ja. Alles klar. Dann nehmen wir erstmal unser Hauptkartenspiel. Huch. Achso, ja. Und packen da erstmal noch Feuerklingen rein. So. Und dann brauchen wir einmal ein Massenprisma. Da. Und dann geht's rein in die gute Stube. Heute nehme ich mal nicht mitten in der Nacht auf. Ich nehme heute mal nachmittags auf.
Aktuell habe ich frei, da ist es eigentlich egal, wann ich das mache. Das ist, also, das ist interessant. Ich bin frei, genau. I am free. Was? Ich habe frei und ich bin aber auch gleichzeitig in Quarantäne. Ja, das ist natürlich ein bisschen doof. Nicht, weil ich positiv bin, sondern weil ich Kontaktperson bin. Zum zweiten Mal. War schon mal letztes Jahr der Fall, aber ja. Ich meine, jetzt ist es halt... Ich habe frei, aber ich darf nicht raus, sondern ich bleibe jetzt hier in meiner Wohnung. Also in... Ne? Ihr wisst schon. Und ich komme hier nicht raus. Zumindest nicht bis zum Sonntag. Ich liebe es. Es ist wirklich traumhaft. Naja. Was soll man machen? Man kann ja auf den Balkon gehen oder so. Um wenigstens ein bisschen Luft zu schnappen. Apropos Luft, es wird gerade wieder extrem warm hier in dem Zimmer. Gottes Willen, ich muss hier echt gleich mal das Fenster aufmachen. Weil, also, das müsst ihr euch ja so vorstellen. Das habe ich ja schon mal letztes Jahr erzählt, weil es da schon wieder so extrem war. Ich sitze hier so und dann habe ich auf der einen Seite das Fenster. Und das Fenster ist genau zur Seite gerichtet, wo die Sonne den ganzen Tag vorbei läuft, sozusagen. Das heißt, egal wie spät es ist, fast rund um die Uhr, knallt mir die Sonne hier auf das Fenster drauf und dementsprechend in das Zimmer rein. Wird also dann schon mal dadurch extrem warm. Dann habe ich diesen Rechner hier stehen und der Rechner ist gefühlt den ganzen Tag an. Und arbeitet zwischendrin auch mal ein bisschen härter und wird dann auch dementsprechend lauter. Ja, lauter wird er auch, aber er wird auch wärmer. Was dann so ein bisschen wie eine Heizung fungiert. Und die Kombination ist Hitze pur. Abends geht's dann und nachts sowieso. Aber wenn du hier nicht das Fenster aufmachst, dann geht's schon ab. Was interessant ist, vor ein paar Wochen oder... Eigentlich fast vor einer Woche war es hier noch, ich kam nach Hause und da war es total frisch hier drin, so, und ich dachte mir so, Mensch, ist das kalt auch, und ich habe richtig gefroren teilweise, und jetzt sitze ich hier und bin gefühlt am Schwitzen. Ist schon ein interessanter Kontrast, der hier gerade stattfindet. Wie viel Schaden kriegen die eigentlich ohne Prisma, wenn sie jetzt nur von dem runden Schaden getroffen werden? Scheinbar genug, ja. Ich möchte natürlich so wenig Feuerklingen, Goldkarten benutzen wie nötig. Klar, wir können die jederzeit nochmal neu kaufen. Um Gottes Willen. Ich werde angerufen, Leute. Ich muss mal ganz kurz Pause machen. Bis gleich. So, da bin ich wieder, Leute. Ja, wunderschön mitten in der Aufnahme angerufen worden, aber halb so wild, machen wir halt mal ganz kurz einen Cut. Und ich habe auch gerade die Zeit genutzt, um mal ganz kurz die Tür zuzumachen da drüben. Zu dem Zimmer, wo der Wellensittich drin sitzt, weil der ging gerade schon wieder ab. Es ist echt interessant. Normal, ich dachte mir so vor der Aufnahme, okay, der ist eigentlich jetzt ruhig. Der war so gefühlt im Halbschlaf, keine Ahnung. Und dann fängst du an mit Aufnehmen und der geht auf einmal ab da drüben. Also, ich meine, da ist ja schon die Tür von meinem Zimmer hier zwischen. Aber das hörst du trotzdem, deswegen habe ich jetzt die andere Tür noch zugemacht. Naja. Okay, was haben wir denn jetzt hier Schönes? Elementarklinge, ja. Wir kommen ja ganz gut hin. Kriegen wir noch eine Belohnung eigentlich? Oh. Drei Zutaten aus dem Mega-Zutaten-Set. Die Belohnung kriegen wir mit Sicherheit noch. Huch. Ah, interessant. Die Belohnung kriegen wir mit Sicherheit noch hin. Wenn wir ganz, ganz viele Goldkarten benutzen. Ja, ja. Wie viele Punkte brauchen wir denn noch? Wie viel haben wir jetzt? 160 haben wir fast. Also müssten wir circa 21 Gold... Nee, also ziemlich genau 21 Goldkarten benutzen. Dann legen wir doch gleich mal los, würde ich sagen. Ach nee, wir kriegen sogar zwei Sonderevent-Punkte. Okay. Warum kriegen wir denn zwei? Hier steht doch eigentlich...
2 von 20. Ich habe doch gerade nur eine eingesetzt. Verstehe ich nicht. Egal. Dann setzen wir die Feuerklingen doch ein, damit wir jetzt noch die Punkte voll kriegen, weil Mega-Zutaten-Set, da könnte, glaube ich, schon was relativ Interessantes drin sein. Vielleicht irgendwas, was wir brauchen. Vielleicht sind da ja Diamanten drin. Haha. Die Frage ist, wie viele Exemplare das dann sind oder ob da wirklich bloß ein Exemplar pro Zutat drin ist. Dann ist es natürlich jetzt nicht so krass viel. Aber geschenkten Gaul, ne? Wenn wir da ein bisschen was mitnehmen können, passt das doch schon. So, einen Kampf müssen wir noch machen, dann haben wir die Quest hinter uns. Und dann gehe ich, glaube ich, auch nochmal ganz kurz zum Sokalo und kaufe mir nochmal neue Feuerklingen als Goldkarten und auch neue Elementarklingen. Weil, mein Gott, wir haben das Geld, glaube ich. Wir haben jetzt, na gut, kann ich gerade nicht nachgucken, aber mit Sicherheit genug Geld. Und dann holen wir uns einfach noch ein paar Goldkarten, damit uns der Nachschub nicht ausgeht. Wir brauchen die Dinger ja auch nicht mehr lange, eigentlich bloß noch, bis wir dann Level 86 erreicht haben. Und wir die geschärfte Klinge dann verwenden können, dann ist alles kein Problem mehr. Aber bis dahin sind die noch eine ganz gute Hilfe. Und wir kriegen gerade keine Superpips. Das ist natürlich schön. Was kriegen wir hier eigentlich? Eine Sturmrune. Und ein Turm des Mythos Set. Decathlon habe ich auch lange nicht mehr gemacht. Ich weiß auch nicht, ob ich das machen soll. Es ist halt so, ja. Lohnt sich das, ist die Frage. Ich meine, was kriegen wir schon großartig? Wir kriegen, ja, wir kriegen eigentlich nur... Also gut, das Haustier ist ja ganz schön vom Design her. Das mag sein, aber was machst du denn damit? Ich könnte das Vieh trainieren. Habe ich aber keine Lust drauf und ich müsste das ja auch erstmal mit irgendwas züchten, weil so wie es hier aus dem Dingen dann rauskommt, wird das jetzt keine besonderen Talente haben, die es erlernen kann. Und ansonsten, na, jetzt haben wir schon die nächste Stufe erreicht, sehr schön. Und ansonsten, was gibt's hier? Magischer Lehm. Auch haben wir das Juwelset. Also das ist alles jetzt nicht so die Welt. 1186 Punkte. Joa. Nee, eher nicht. Wir können immer noch nicht... Wobei, wir können, glaube ich, mit dem Meteoriteneinschlag angreifen. Bisschen Risiko einfach mal. Wobei, was heißt Risiko? Also, wenn das nicht ausreicht, dann fresse ich einen Besen. Mitsamt Stiel. Ah. Ah! Teutschunger Ex hat uns befohlen, den König zu stürzen. Sein Haus steht am Sokalo. Teuchhunger... Teuchhunger-Ex. Bosskampf, alles klaro. Dann ab zum Sokalo. Da wollte ich ja sowieso jetzt nochmal kurz hin. Um mir noch ein paar Klingen zu holen. Na wobei, vielleicht mache ich das beim nächsten Mal, damit wir jetzt in der Folge noch auf jeden Fall den Bosskampf schaffen. Da hinten nämlich. Ich weiß nämlich nicht, was das für ein Boss ist. Ich habe keine Ahnung. An den kann ich mich überhaupt nicht mehr erinnern. König schon gestürzt? Oh Mist, du bist ja gar keiner von uns. Nun, dann reiße ich dich eben in Stücke. Tod und eine verrückte Donnerhorn. Habe ich das Prisma? Ne, das habe ich rausgenommen. Dann packen wir es wieder rein. Zweimal, ja, passt schon. Eine Elementarklinge haben wir noch. Können wir noch was rein? Ja, wir haben ja noch voll viele von denen. Okay, gut. Dann rein in den Kampf. Das sollten wir eigentlich ganz gut hinkriegen. Tod ist jetzt... Ach nee, oh Gott. 14.000, das ist nicht so viel, das passt. Ich wollte gerade sagen, Tod ist nicht so schlimm, aber dann fiel mir im selben Moment ein, dass die ja diese gottverdammten Ninja-Schweine machen können. Und kritisch angreifen machen sie scheinbar auch. Wird aber direkt weggeheilt. Schön. Und
Mich schrieb jemand auf Discord an. Da gucke ich doch direkt mal nach. Und schreibe zurück. Multitasking-fähig. Jawohl. Satyr, ich behalte mir mal einen. Der andere kann eigentlich weg. Und dann packe ich die Feuerklinge drauf. Ifrit, ja gut, den brauchen wir glaube ich eigentlich nicht, aber egal. Täuschen packen wir schon mal drauf, da haben wir das schon mal weg. Ich hoffe, das Haustier spielt jetzt ein bisschen mit. Ich habe natürlich jetzt auf das Haustier ein bisschen vertraut, als ich den Satyr weggeschmissen habe. Weil ich mir dachte, okay, das Vieh wird uns schon ein bisschen heilen. Muss es jetzt aber auch machen, ansonsten wird mein Vertrauen bestraft. Aktuell schläft es aber ein bisschen. Achso, Wildfeuer mache ich natürlich nicht. Das wäre ein bisschen doof. Uiuiuiui. Das ist gut verstärkt, das Ding. Ach du Scheiße. 1100. Da müssen wir uns direkt gleich mal heilen, ansonsten war es das gleich. Okay, dann Meteoriteneinschlag kann weg. Das Ding kann eigentlich auch weg. Satyr bitte. Und bitte bevor er uns umbringt. Ah, da kommt doch eine Heilung, sehr schön. Ganz im Stich lässt uns das Haustier dann doch nicht. Gegenschlag. Ja, da müssten wir jetzt Pips für benutzen. Ich habe aber aktuell keine Pips, die ich großartig ausgeben könnte dafür. Okay, wir packen uns mal alle Klingen drauf, die wir haben. Dann können wir vielleicht bald schon angreifen. Wir müssen ja nicht unbedingt hier alles drauf machen, was wir haben. Der hat ja nur 14.000, in Anführungsstrichen. Das heißt, wir müssen nicht unsere volle Power da entfachen, sondern können eigentlich auch ein bisschen weniger angreifen. Weniger ist mehr. Wir haben sowieso nicht mehr so viel. Wir lassen einfach bloß den Gegenschlag weg. Das wird dann schon reichen. Ich bin da ganz zuversichtlich eigentlich. Wenn wir jetzt unsere beiden Goldkarten noch schnell finden. Musst du suchen mit der Lupe. Da sind sie. Jetzt noch ein kritischer Angriff. Jetzt will er es nochmal wissen gegen Ende. Uiuiui. Und haut uns nochmal den Tausender rein. Du fieses Drecks-Dreihorn. Donnerhorn. Soll es jetzt echt nochmal knapp werden gegen Ende? Bitte nicht.
Was piept denn hier die ganze Zeit? Habe ich irgendwelche Ohrgeräusche oder was ist das? Ach nee, das sind meine Kopfhörer. Die habe ich aus Versehen angelassen. Also, die sind nicht ausgeschaltet, so wie ich es gedacht habe, sondern ich habe sie aus Versehen angeschaltet gelassen. Und jetzt haben die sich darüber beschwert. Okay, wir können angreifen. Die Pips, das Mana ist runtergegangen. Seine Aura ist jetzt auch noch weg, also machen wir auch ein bisschen mehr Schaden. Uiuiuiui. Okay, gib alles, Feuerdrache. Oh Gott, 7000 nur. Ja, das Donnerhorn ist natürlich tot, aber der... Bei weitem nicht. Warum nicht? Ja, das war nicht mal die Hälfte. Schön, toll. Macht der Gegenschlag echt so krass viel aus, ne? Also natürlich macht er viel aus, aber... Dass es jetzt deswegen nicht reicht, hätte ich nicht gedacht. Ja, dann können wir das jetzt an der Folge vergessen, weil die Folge ist vorbei. Und ich habe auch gleich keine Zeit mehr, noch eine Folge aufzunehmen. Ja, genau, halte ich noch hoch. Aufzunehmen. Deswegen geben wir in der nächsten Folge nochmal rein. Toll. Oder ich mache ihn offscreen, eins von beiden. Frechheit. Ja. Vertraut nie in eure Karten. Ich sollte einfach sicher spielen. Ja, wobei, es ist schwer zu sagen. Ich hatte eigentlich keine Wahl. Hätte ich jetzt noch, ja, ich weiß. Hätte ich jetzt noch irgendwie gewartet und den Gegenschlag eingesetzt und dann nochmal gewartet, bis ich den Drache eingesetzt haben hätte können, tun. Dann wäre ich tot gewesen irgendwann, weil der macht schon Schaden. Aber naja, so ist es eben nun mal. Okay Leute, dann würde ich sagen, werden wir in der nächsten Folge uns wiedersehen. Entweder wenn ich den Boss besiegt habe oder nochmal kurz davor. Wir werden sehen. Und ansonsten bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin.